Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil meines Unity Clapboard Tutorials. Im letzten Teil habe ich die gesamte UI angemockt und in diesem Video wird es darum gehen, das ganze Ding mit Leben zu füllen. Und zuallererst gehe ich hin und sobald der Slider eine neue Value bekommt, speichere ich diesen Wert zwischen im Flash-Intervall und setze dann den Intervalltext auf den Wert im Flash-Intervall. Und damit ich auch ganz zu Anfang einen Wert habe, muss ich dann die onSliderValueChanged-Funktion auch in der Start-Funktion aufrufen. Als nächstes erstelle ich mir zwei Funktionen enableFlashing und disableFlashing. Außerdem brauche ich eine Coroutine mit dem Namen Flash. Diese Coroutine wird sich dann um die Flashing-Animation kümmern. Die EnableFlashing-Funktion startet diese Coroutine. Und die DisableFlashing-Funktion wird die Coroutine beenden. Außerdem setze ich dort mein Flashing-Flag auf False. Wenn die Coroutine gestartet wird, muss ich das Flashing Flag natürlich auch setzen. Und hier habe ich jetzt einen kleinen Fehler drin. Natürlich muss in Enable Flashing die Funktion auch auf True gesetzt werden. Darum werde ich mich gleich kümmern. Als nächstes in der OnClick Start Button Funktion gebe ich jetzt nicht mehr den Debug Text aus, sondern prüfe, ob wir uns gerade im Flashing Modus befinden oder nicht. Und wenn wir gerade flashen, dann disable ich das Flashing, also ich schalte es dann aus. Ansonsten starte ich das Ganze. Und hier setze ich jetzt richtigerweise den Status auf True. Als nächstes muss ich dafür sorgen, dass der Slider während des Flashens nicht benutzt werden kann. Und wenn das Flashing dann beendet ist, dann mache ich die ganze Geschichte natürlich wieder interaktiv. Jetzt haben wir hier noch einen Fehler, und zwar, dass ich den Flash-Intervall nicht als String benutzen kann, sondern dass ich mir den Wert als Zahl zwischenspeichern muss und den Flashing-Wert dann in einen String umwandle, um ihn in dem Intervall-Text-Element anzuzeigen. Außerdem muss ich jetzt natürlich dafür sorgen, dass ich keine Float-Value bekomme für den Flash-Intervall, sondern eine Integer. Und das löse ich dann ganz einfach über mathf floor to int. Als nächstes baue ich mir Stück für Stück die Flash-Coroutine auf. Zuerst das Herzstück der Coroutine, yield return new wait for seconds. Dieser Befehl sorgt einfach dafür, dass die Coroutine so lange wartet, wie der Flash-Intervall groß ist. Und das Ganze verpacke ich dann in eine While-Schleife, die so lange läuft, wie unser Flashing-Boolean auf True gesetzt ist. Und um das Ganze jetzt einfach zu testen, logge ich hier einfach einen Text aus. Und wenn ich jetzt auf Start klicke und in den Intervall entsprechend setze, wird zum einen der Slider deaktiviert und ich bekomme alle Werte in der richtigen Geschwindigkeit.
Als nächstes füge ich den Piepser hinzu, das heißt, ich brauche die Referenz auf die Audio Source. Dann setze ich die Referenz im Inspector und kann dann in meiner Flash Coroutine diese Audio Source abspielen. Jedes Mal, wenn ihr links in der Konsole den Flash-Text seht, kommt auch der Piepser. Jetzt kann ich auch das Debug-Log wieder löschen, denn ich weiß ja jetzt, dass die Schleife ihren Dienst tut. Jetzt kümmere ich mich darum, dass das Bild entsprechend aufflackert und ausgefadet wird. Und dazu brauche ich einmal eine Timer-Variable, float-t, die setze ich dann vor die Schleife, damit sie einfach initialisiert ist. Dann setze ich den Timer auf 0 und starte eine neue Schleife. Außerdem brauche ich eine Variable für die Farbe, um die Originalfarbe zwischenzuspeichern. Im Endeffekt manipuliere ich hier den Alpha-Kanal der Farbe. Solange der Timer t kleiner ist als der Flash-Intervall, benutze ich die Funktion mathf.lerp, um zwischen dem Wert 0 und 1 hin und her zu schalten. Addiere dann die Millisekunden, die dieser Frame gebraucht hat, zur Variable t hinzu. Und update natürlich die Farbe des Flashers. Und sobald die Schleife durchgelaufen ist, setze ich die Farbe wieder auf die Originalfarbe, damit wir einfach da einen sauberen Übergang haben. Und natürlich manipuliere ich jetzt, wie ich ja gerade schon gesagt habe, hier nicht die komplette Farbe, sondern nur den Alpha-Kanal. Deswegen füge ich jetzt hier noch flashcolor.a hinzu. Sobald der neue Alpha-Kanal dann feststeht, warte ich bis zum Ende des Frames und dann läuft die Schleife von vorne los. Und wie ihr seht, wird jetzt hier wunderbar der Alpha der Farbe Weiß manipuliert und innerhalb von einer Sekunde wird der Alpha-Kanal von 1 auf 0 runtergefadet. Jetzt gibt es allerdings noch ein kleines Problem, und zwar, wenn ich mitten im Flash-Vorgang den Flasher stoppe, dann wird die Farbe in dem Status gelassen, wie sie gerade war. Deswegen werde ich jetzt hier noch ein bisschen refactoren, dass die Anfangsfarbe schwarz ist. Sobald ich den Flasher dann starte, wird die Farbe auf weiß gesetzt und die Alpha-Animation beginnt. Und sobald der Flasher beendet wird,
setze ich die Farbe wieder auf schwarz, einfach damit wir einen fest definierten Start- und Endstatus haben. Das sieht dann einfach ein bisschen schöner aus. Da ich jetzt hier an mehreren Stellen die Farbe updaten werde, lagere ich das Ganze in eine eigene Funktion aus, einfach um meinen Quellcode da ein bisschen sauberer zu halten. So, nachdem jetzt da doch ein bisschen mehr Code durch die Gegend geschoben wurde, haben wir jetzt einen wunderbaren Start-Stop-Status, sodass das Ganze immer schön von weiß nach schwarz fadet, aber mit schwarz beginnt, dass man den Start der einzelnen Frames gut erkennen kann. Und ja, das war's eigentlich jetzt schon mit der Implementation. Ich baue jetzt das Ganze einmal als PC-Build. Stelle mir dafür meine Player-Settings entsprechend ein, dass ich halt nicht Fullscreen haben möchte, sondern das Ganze in 640x480 läuft. Und ja, ansonsten, das Ding tut, was es tun soll. Wie, glaube ich, im letzten Video schon gesagt, ist Unity für so ein Vorhaben totaler Overkill. Aber wie gesagt, ich wollte einfach mal gucken, wie schnell ich dieses Projekt durchbekomme in Unity. Und ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was lernen konntet über UI, über UI-Scripting. Nächste Woche zeige ich euch dann, wie dieses ganze Ding oder die Idee dahinter als Audio-Video-Synchronisationshilfe, wie man sich das auch ganz einfach als Videodatei in After Effects zusammenbaut, einfach, dass man da auch ein synchronisiertes Bild mit einem Piepser drin hat. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Bis nächste Woche. Ciao.